Guten Tag, liebe Dinosaurier-Fans, und willkommen im Museum Raxo, in welchem wir uralte Fossilien ausstellen. Schauen Sie sich dieses Prachtstück an. Einst sagte man, dass es einen dritten Teil gäbe, es konnte jedoch nie geborgen werden. Oder diese vier Prachtstücke, die leider unvollständig sind. Bin ich der Einzige, dem auffällt, dass mein Kanal überraschend viele Museumsreferenzen bietet? Er hat unvollständige und abgebrochene Elemente und er ist scheiße langweilig. Und er ist verdammt interessant. Ist nun mal ganz witzig, drüber nachzudenken. Eigentlich nicht. Naja, willkommen zurück, Leute, nach ungefähr 2 Monaten. Ihr erwartet doch jetzt bestimmt eine spannende Story, wie meine Katze gestorben oder mein Haus eingestürzt ist. Die Wahrheit ist aber im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich langweilig. Es ist Schule. Ich hatte einfach nicht viel Zeit oder Lust, an Videos zu arbeiten. Doch vor kurzem passierte etwas Magisches, das die Motivation zurückbrachte. Der Retter YouTubes und Zerstörer Speicherplätze. Die Creative Cloud, woo! Für die Leute, die in der Materie nicht so aktiv sind und keine Ahnung haben, was es ist, kennt ihr Photoshop oder Premiere Pro? Das sind Programme von Adobe. Und diese 2 Programme und viele weitere bilden die Adobe Creative Cloud, ein monatliches Abo, das dir zusätzlich noch 100 GB Cloud-Speicher und einige Web-Applikationen bietet. Hashtag not sponsored. Wie bereits im Intro angeteased, habe ich die Creative Cloud halt jetzt und wollte Premiere für den Schnitt und Photoshop fürs Thumbnail mal ausprobieren. Wenn ich das hier gerade aufnehme, habe ich noch keine Ahnung, was auf mich zukommt. Das Gameplay im Hintergrund ist im Übrigen einfach nur ein Free-to-Use-Gameplay von YouTube. So gut bin ich in Rocket League nicht. Noch nicht. Apropos Rocket League, das gibt's auf der PlayStation. Und apropos PlayStation, Marvel's Avengers von Square Enix ist erschienen. Vor einem Monat. Ich bin hier gerade mitten in der Runde ein bisschen reingeschnitten oder keine Ahnung, was reingeschnitten habe. Ich habe das Video noch nicht aufgenommen. Ich weiß nur, dass ich es in ein Vollgas-Video reinschneiden werde. Und da ist übrigens meine Hand, Leute. Oh mein Gott, was für ein krasses Reveal. Ja, ich bin winzig und ja, das ist wirklich meine Hand. Und ja, ich habe seit 3 Wochen mit keinem Bildschirm mehr geredet. Ja, ich bin gerade direkt nach der Schule sofort zum Saturn gerannt, um mir dieses wunderbare Spiel abzuholen, welches ich vorbestellt habe. Und zwar Marvel Avengers. Und zwar sind da eigentlich die üblichen Kandidaten auf dem Picture drauf. Das wollte ich jetzt mal ein bisschen mit euch analysieren und ein kleines Unboxing machen, das jetzt aber maximal 2 Minuten dauern wird. Also ja, es ist ein Spiel, falls ihr davon noch nicht gehört habt, checkt das sofort aus. Ich habe zwar noch nichts von gesehen, ich habe keine Beta-Videos gesehen, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Aber das Spiel sieht in den Trailern auf jeden Fall cool aus. Auf jeden Fall, hier haben wir den Hulk, da haben wir Thor, da haben wir den guten Captain America, Iron Man, Black Widow und schlau mich tot. Wer soll alles das? Ich habe keine Ahnung, der einzige, der fehlt, ist Hawkeye. Aber das ist mir ein bisschen egal. Soweit ich weiß, soll der sogar vorkommen. Und Spider-Man irgendwie auch, denn das steht hier. Irgendwie Spider-Man erscheint in Marvel's Avengers exklusiv auf PlayStation. Jo, das ist ja ganz nice, ne? Und was ich noch dazu bekommen habe, neben diesem Spiel, die Vorbestellerbox. Ich habe es nämlich vorbestellt. Und ich dachte erstmal, boah, Alter, wie lame. Brauche ich doch gar nicht. Aber ich nehme einfach mal, was ich kriegen kann. Und dann habe ich hinten drauf geguckt. Und hier kriegt man halt den Beta-Zugang. Das hätte mir was gebracht, wenn ich jetzt im Laden diese Box schon gekauft hätte. Aber dann habe ich gesehen, man kriegt hier ein limitiertes Steelbook mit exklusiven Designs. Und das wollte ich mir einfach mal ein bisschen mit euch anschauen. Wie zur Hölle soll man das auspacken? Ist auch nicht gerade leicht mit einer Hand, Leute. Ja, da habe ich was. Muss ja gerade durch Sandy schauen. Oh, 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 Leute. Oh, der Moment, den wir alle lieben. Ja, oh, ich mache es gerade irgendwie ein bisschen unspektakulär. Also ja, da ist es, das Steelbook mit den exklusiven Designs, das nochmal eine Öffnung hat. So, da wäre das Spiel reingekommen, hätte ich das Spiel halt wirklich vorbestellt. Da ist mein Beta-Zugangscode, den muss ich euch jetzt aber ein bisschen ausblenden. Denn ich will ja nicht, dass ihr irgendwas damit anstellen könnt. Aber ja, das ist halt hier dieses Steelbook und ich finde das ganz schön. Es hat so ein paar Designs und Stil des Spiels. Irgendwas hinten drauf. Ja, hier ist nur das Avengers-Logo. Hier habe ich halt diese olle Verpackung. Ja, ich weiß, Leute, ich hätte es jetzt einfach behalten können und irgendwie in 2 Jahren für 1 Million verdecken können, aber es ist mir egal. Und ich will diese wunderschöne Box hier genießen. Also ja, ich werde mich gleich mal direkt ans Spiel machen. Ja, Leute.
So, da haben wir auch die Box an sich. Hier hinten drauf, ja, kann man nochmal gucken. Kacke, könnt doch nicht gucken. Also ich blende euch ab und zu wirklich ein Schwarzbild ein, einfach weil da irgendwelche Links dran sind. Oder irgendwelche Barcodes, von denen ich nicht will, dass ihr sie seht. Und ja, da ist das Spiel. Natürlich Peggy 16, was auch sonst. Und was auch immer diese 16 ist. Aber ja, das ist ja immer so irgendwelche. Irgendwie gefühlt alle Peggy, alle USK 12 Spiele sind einfach Peggy 16. Das ist auch bei Marvel Spider-Man so gewesen. Richtig cooles Spiel, by the way. Ich habe übrigens meinen Beta-Zugang irgendwie hier nochmal direkt nochmal. Deswegen zeige ich euch das am besten gar nicht erst. Aber ja. Ich werde jetzt dieses Spiel spielen und ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Vollgas-Runde. Wusch. War das nicht toll? Etwas, das euch sowieso nicht interessieren sollte, weil ich das Spiel überhaupt nicht aufnehme. Naja, egal. Ist halt mal was anderes. Und apropos was anderes. Na Leute, jetzt kommt kein zweites Unboxing. Ich hatte eigentlich eins aufgenommen, aber da hört man mich nicht richtig. War auch nur ein Amiibo. Apropos was anderes im Sinne von, ich möchte neue Sachen ausprobieren, jetzt wo ich Premiere habe. Zum Beispiel dieses Format hier, wo ich einfach ein Rocket League Gameplay anblende. Hoffentlich ein eigenes, wenn ich besser bin. Oder was erzähle, vielleicht eine Story aus meinem Leben. Aber die guten muss ich mir aufsparen, bis ich eine gute Methode für ein Storytelling-Format gefunden habe. Das war ein langer Satz. Eine andere Idee wäre ein wöchentlich bis 14-tägiges Gaming-News-Format à la Gaming Clerks. Links in der Infokarte. Das wäre dann ein richtiges High-Quality-Format, aber ich müsste auch viel recherchieren und Trailer und Gameplay einblenden, bei denen ich keine Ahnung habe, wie ich die Rechte dafür bekomme. Was habe ich mir beim Schreiben dieses Skripts nur gedacht? Vielleicht kann ich ja mal die Gaming Clerks fragen. Schreibt doch einfach mal eure Vorschläge in die Kommentare, gebt eine Bewertung, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.